So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Westlich, ich zeig's euch nochmal. Bei der Quest, da heißt es: Adele hat mir erzählt, dass Stinker Geld beiseite gelegt hat. Es ist in der westlichen Ecke des Familienhauses vergraben. Hinter der Gerberei, in der westlichsten Ecke. Des Familienhauses. Das ist für mich das Familienhaus. Familienhaus, ja, nicht Grundstück. Die haben geschrieben Familienhaus. Grundstück würde ich sagen, okay, dann könnten wir es machen. Im westlichen Teil. Und jetzt ratet mal, wo das ist. Alter Schwede, das darfst du kaum erzählen, da. Es ist hier hinten, im tiefsten Eck. Hier ist es. Willst du mich verarschen? Hier soll es sein. Jetzt gucken wir uns natürlich das mal genauer an. Luden, luden, luden. Zum Glück merkt es keiner. Ist eine halbe Leiche da. So, was haben wir hier Feines? Groschen, robuster Gambeson. So viel ist es auch nicht, ne? Nicht 11 Kilo, ne? So robust ist es jetzt auch nicht. So, aber wir haben ein stinkes Ding gefunden. Also, da kommst du doch nie drauf, ey, Freunde. Ich musste tatsächlich im Internet nachschauen. Es tut mir leid, ja, Schande über mein Haupt. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber irgendwie müssen wir es ja machen. So, dann. Hey, ich sag, gehen wir noch mal zu geschwind zum Schmied rüber. Bevor wir dann hier weitermachen. Hallo, mein Freund. Bei dir waren wir ja schon in den letzten Folgen ein paar Mal. Ne, Das willst Kollege? du? Ja, kennst mich doch. Luden, luden, luden. Beziehungsweise verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, was haben wir denn hier? Beinwall schießt mich tot. Eine Fackel haben wir hier. Holzkohle. Freude, weg damit. Weg damit. Jagdpfahl, Konservierungszungen, Leinenhemd. Können wir leider nicht verkaufen. Komm, dafür verkaufen wir das jetzt. Komm, scheiß drauf. Robuster Gambeson können wir auch nicht, obwohl wir es geklaut haben, obwohl es ja keiner weiß, dass es hier gab. Eine Schaufel können wir auf jeden Fall verkraften. Ja, in den Warenkorb. Ich schau mal, ob wir Reden wir 15 über noch den bekommen. Preis. Bla bla bla, das machen wir jetzt ganz, ganz schnell. Rucki zucki zucki, 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 16,5. Das Was ist sagst du dazu? Zeitverschwendung. Ach Quatsch, ist es gar nicht. Geh ein bisschen mit dem Preis runter. Jetzt will er nicht mit dem Preis runter, der Lackel. Man fasst es nicht. So, lass uns nochmal handeln, bitte. Lebewohl. Nix, Lebewohl. Jetzt pass auf. Wo haben wir denn? Hier die ganze Holzkohle da. Das ganze Klumpweg. Das sind immerhin auch noch mal ein Kilo. So, kleines Rüstungsset. Lassen wir natürlich Liebesgedicht weg, Rateierhaufen weg. Eine Schaufel haben wir ja gesagt gehabt, hauen wir weg. So, den Rest behalten wir in Warenkorb. Jetzt gucken wir mal zur falschen. 8,1, okay, dann Lässt sich was am Preis machen? wollen wir doch mindestens 10 machen, ja? Ja? Das ist aber auch nicht so sicher. Komm, 10. Was sagst du Auf die dazu? Hand, auf die Hand, mein Freund. Weniger. Weniger, okay. Komm, 9,3. Ja, das sollte passen. Dann passt es so. Sehr schön. So, dann hätten wir gesagt, dann muss ich jetzt doch auch mal auf die Karte gucken. Hier wäre einer gleich. Hier oben wäre auch noch mal ein Schacht. Der wäre aber jetzt hier tatsächlich am nächsten. Und hier im Wäldchen haben wir auch noch was. Nach Sassau, Alter, da müssen wir ja auch noch hin, ne? Leg mich doch fett. So, weißt du was, dann reiten wir doch jetzt mal gepflegt zu 10 über. Oder hätte ich gemeint, zu C. Was zur Hölle war das?
Nix, aber schöne Carport hast hier. So. Ja. Nein, wir haben hier auch noch mal Bienendinger. Ja, mich legst fett. Bienen ist für alle da, beziehungsweise der Honig anscheinend. Selbstbedienungsladen, sehr schön. Einmal wenigstens. Da haben wir nichts, okay. Nein, wollen wir doch gar nicht das Pferd ansehen. Wieso will ich mein eigenes Pferd anschauen? Ja. Oh, was ist das? Was sind das für Dinge hier? Ganz, ganz merkwürdig. So, Naturbursche natürlich. Ja. So, ja, dann hätte ich gesagt, machen wir das heute mal hier. Durchsuchen die Wälder. Und da sind wir schon. Gratuliere, Franconia. So, ich habe entdeckt Höhle. Wir können natürlich gleich mal. Das war's schon, oder was? Höhlenpilz nehmen wir natürlich gerne mit. Hier muss es doch auch noch sicherlich was geben, oder? Zum Looten, oder? Das gibt's doch nicht. Es ist natürlich dann schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Wenn mir nur irgendwie, keine Ahnung, was belanglos ist, bekommen hätten. So, wir können hier hin, wir können aber auch gleich hier rüber gehen. Was wir doch auch, denke ich, jetzt tun werden. Ja. So, ich muss ja sagen, ich habe ja in der zu Beginn dieser Aufnahmesession, also es war jetzt in der Folge 140. Habe ich keinen Pfeil und Bogen ausgerüstet oder was? Wir möchten uns natürlich doch ausrüsten damit. So, denn wir brauchen natürlich das Fleisch. Sehr, um ehrlich zu sein, wir brauchen das Fleisch sehr. Oh, hier gab es einen Unfall, wie es aussieht. Wir gucken uns mal hier den Schaden genau an. Okay, der schaut hier. Ich werde jetzt mal Folgendes versuchen. Da wir jetzt hier doch aufgerüstet sind, Magdeburger Schwert. Das Ding hauen wir auf jeden Fall mal rein. Das hauen wir rein. Armschienen hauen wir rein.
Den haben wir neu. Nackenschutz bringt uns nicht viel. Aber die Ballette. So, dann rüsten wir uns doch mal schnell damit aus. Armschiene, Beckenhaube, gewöhnlicher Ding, zack. Sehr geil, könnte tatsächlich was werden. Und natürlich das Schild rüsten wir uns auch noch mit aus. Und das Schwert, ne, haben wir gemacht. Haben wir gesagt. Pferdchen. Wo ist das Schwert jetzt hin? Ich glaube, ich spinne. Jetzt haben wir kein Schwert. Ich hoffe, wir können die eine... Die schwere Kriegsaxt, können wir die nehmen? Nein! Können wir die nehmen? Nein! Nein! Okay, wir hatten hier nur ein Ding, ne? Verbesserter Jagdpfeil, wieso haben wir so viel Pfeile und lauter Klump? Verschissenes Wetter, verschissene Zelte, verschissenes Lager. Was ist hier los? Genug von dieser Scheiße. Was ist das? Okay, wir gehen hier doch mal weg. Hier drüben, wo sind alle? Schnell! Sag bloß, der hat mich jetzt gesehen, oder was? Sagt Alarm! Seid vorsichtig! Wir könnten aber tatsächlich den jetzt was ins Essen neu schmuggeln, ne? Das Pferd durchgehen lassen, das wär's vielleicht, ne? So, was können wir in den Topf geben? Konservierungsmittel, scheiße. Oh oh. Shit. Was ist das? Wer ist da? Ah, die hier Lumpen. Uiuiui. Ja! Ja! Nix ja. Ah, die haben sicherlich hier cooles Zeug, ne? Ja! 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 Eieiei. So, ich guck mal, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Pferdchen, was haben wir denn hier? Salbei, das ganze Klump. So, Tränke. Trank der Baden, was bringt es? Okay. Schlaftrunk ist nicht verkehrt, ne? Lazarus-Elixier ist, okay, Gesundheit. Ja! Okay, der verfolgt mich tatsächlich weiter.
Ja, gebildet Wildsau, okay. Ich muss sagen, das erfreut mich jetzt hier nur zum Teil. Okay, die haben jetzt leider wieder gerespawnt, sag ich mal. Was ist hier los? Niemand, mein Freund. Ich kann aber versuchen, mal zu zielen. Hey, wer ist da? Was ist jetzt? Hier ist niemand. Bitte laufen Sie weiter. Theoretisch könnte ich mir uns den jetzt schnappen, ne? Ich werde dich finden, du elender Hund. Ui. Was sagt man dazu? Ja, was sagt man dazu? Freiwillig zur Schlachtbank. Ein Schwein, welches Schwein? Hey, ihr alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Ja. Na, komm nur her. Ja. Hier hast du nicht drauf. Komm her, du Weichei. Ui. Du bist. Nix, hahaha. Das nennst du kämpfen? Ja. Das nennst du kämpfen? Ja. Ja. Mehr hast du nicht drauf. Dann nicht einmal zielen, ne? Treffen können hier, und das haben wir natürlich gerne. Nein! Ja. Wie vom Fuck! Mehr hast du nicht drauf? Mehr hast du nicht drauf, du Zipfelklatscher. Du wärst leid! Wer bist denn du? Gnade, ich ergebe mich. Bitte töte mich nicht. Jetzt langt's mir. Wie reich. Niemand. Hey, wer ist da? Okay, wir haben nur noch den. Sehr schön. Jetzt pass auf. Hui. Gaul. Bebels. Komm her, du Weichei. Selber Weichei. Ja. Selber Weichei. Ja. Oh.
war da. Ich schlachte dich ab. Au. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Nichts zu den Waffen. Ja. 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 Au. Shit, Plätze, Plätze. Oh, fuck. Shit. Oh, jetzt gibt's auch nicht aufs Maul. Jetzt gibt's auch nicht aufs Maul. Schnell, mein Pferd. Ja. Eieieiei, ja. So war es natürlich jetzt nicht geplant. Ja. Ja. Kann ich dem Pferd nicht über den Haufen rennen? Hey. Hey. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Alarm! Ja. Oh, mit dir wisch ich mir den Arsch. Echt? Ja. Mit dir wisch ich mir auch gleich den Arsch ab, du Arsch. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Wohin könnte... Ja. Dunder bitte. Ja. Trau dich doch. Trau du dich doch. Ja. Kumpel, ich hab ein Pferd. Wieso reitet ihr nicht mich hinterher? Au. Was nennst du kämpfen? Na ja, voll ins Auge, hör Kumpel. Hast weiche Knie bekommen. Boah, Kumpel. Ich ergebe mich. Bitte lass mich. So. Jetzt haben wir zwei weg, jetzt fehlt halt nur noch der, ne? Verdammt! So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja. Wir könnten Folgendes machen. Wir können jetzt erst einmal... Ja. Ja. Versuchen abzuhauen. Ja. 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 So, und dann schauen wir mal, ob wir hier ein Schwert drinnen haben. So, sehr schwer, da freue ich mich natürlich sehr. So, nein, das gibt's doch nicht. Wieso haben wir hier noch das, nur den Mist? Und alles für ein Apfel und ein Ei, willst du mich verarschen? Mich verarschen. Okay, passt soweit eigentlich, ne? Bis
sind zwar überbelastet, aber es ist gerade keiner da. So, weißt du was? Satteltasche. Satteltasche. Brot essen wir natürlich. Jetzt sind wir aber auch voll gefressen. Fackel, Eschenbogen. Ein Dolch haben wir nur. Das ist natürlich doof, ne? So, den können wir mal reinhauen. Kostet natürlich viel die Jagdhandschuhe, Karotten. Weil wir es können, komm, wir essen es einfach. Die Handschuhe weg. Leinenhemden lassen wir mal. Die auf jeden Fall weg. Wir haben hier einiges an Schaden auch bekommen. 11 wiegt das, okay. Schaufel, Schild der Leiber. Können wir mal weghauen. Die Schaufel haben wir auch mal rüber. Schirmling, schmuddeliger Schal. Ja, ihr seht, wir sind zwar immer noch überbelastet, aber ist wurscht. Ist egal. Was ist hier los? Alter, was ist das für ein Apfel und Ei? Ja. So, wo wollten wir eigentlich hin? Stimmt, wir wollten hierhin reisen. Passt. Ja. Passt doch optimal. Ja. So, dann reiten wir jetzt hier tatsächlich geschwind noch rüber. Hui. Ja. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo ein Eck finden, wo wir den Fluss auch überqueren können. Nicht überall hängen bleiben. Hier drüben können wir rüber, ne? Ja. Die andere Möglichkeit haben wir nicht. Müssen wir halt dann wieder rüber. Ja. 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 Egal. So. Ja. Ja. Dann hätte ich gesagt, gucken und ziehen uns natürlich noch um. Und da haben wir sie schon. Sehr schön. Ich bin begeistert. Eine Höhle. So, finde den Minenschacht über der Felswand. Okay. Den Höhlenpilz nehmen wir natürlich dankend mit. Ansonsten gibt es hier aber nichts Großartiges, ne? Gut, dann haben wir das, dann können wir mal die Fackel weghauen. Und wir können, glaube ich, noch was neu machen. Oder? Nee, okay, können wir nichts machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Machen wir hier eine Folgenpause. Und morgen geht's dann weiter. Und zwar zur letzten Höhle. Jo, jo. Jo, jo, jo. Cool, hier haben wir aber auch noch was. Weißt du was, machen wir hier eine Markierung hin. Wer weiß, wer da übernachtet, und ja, sehen wir uns dann wieder morgen in aller Frische, wie gesagt, bei Kingdom Come Deliverance. Und dann müssen wir da ganz weit nach oben reisen, beziehungsweise hier hin. Denn da sind die Hügel, bei Letschko ist auch noch eine Höhle. Und dann sehen wir mal weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Franconia. Ciao. Servus.